Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Dead in Bermuda. So, wir waren jetzt hier stehen geblieben bei dem Jacob. Wir können dem jetzt Fähigkeitenpunkte zuweisen. Ich möchte dem dann, was möchte ich ihm mitgeben? Wir haben hier Stärke, Agilität, Verfassung, Kämpfen. Ich finde Agilität sehr gut. Und Kämpfen wäre auch recht praktisch. Ne, als Mann. Werkzeug, Schleue, Handwerk, Erforschen. Da finde ich Erforschen finde ich schon ganz gut. Aber wir müssen mal gucken, auf was gehen wir. Auf was gehen wir? Darauf müssen wir mal gucken. Okay, das kannst du jetzt nicht mehr rückgängig machen. Pass auf. Wir können ihn als absoluten Jäger machen. Oder Fischer. Ich finde ihn beim Fischen ganz cool. Ich gebe ihm jetzt mal alle Punkte beim Fischen. Und dem Juri, dem gebe ich mal alles auf Kämpfen. So. Die ruhen sich jetzt aus. Ach ja, genau. Sie kann ich ja auch. Ja, was macht man denn? Sie kann hier bei suchen. Suchen ist doch ganz. Ist doch ihr Element hier. So. Du bleibst. Du bist erschöpft. Du kommst mal hier hin. Ja. Julia muss ausgetauscht werden. So. Du solltest auch da bleiben. Setzen wir die Kleine mal wieder hier hin. Und du kannst mal, ja. So. Machen wir das erstmal so. Hier können wir wieder einen Punkt durchsuchen, eine Holzkiste durchsuchen. Was haben wir da noch? Etwas Holz sammeln. Wieder der arme Juri. Nein, 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 nicht der Juri. Was denn hier mit dem Bob? Schlange. Fuck. Okay. Das haben wir noch. Oh. Okay, wer ist das denn? Durchsuchen, unterhalten. Ja, wer kann denn mit dem am besten reden? Boah. Eigentlich die Alice, ne? Komm, wir schicken die mal dahin. Verrückter alter Kauz. Ein Mensch. Also sind wir nicht allein auf dieser verdammten Insel. Mit großen Erwartungen versuchst du mit dem alten Kauz zu sprechen. Du versuchst sogar ihn anzuschreien, aber nichts hilft. Er rührt nicht einen verkohlten Finger. Verkohlt? Deine Hoffnung hat sich in Luft aufgelöst und du willst gehen, um darüber nachzudenken, was du deinen Genossen sagen sollst, als der Kerl auf einmal anfängt, Kauderwelsch aus zufälligen Worten zu murmeln. Versuche zu kommunizieren, ich schlag ihn auf den Kopf, Stärke. Kommunizieren. Fehlschlag. Du versuchst, einige der Wörter zu isolieren und wiederholst sie vor ihm. Aber die Aufgabe ist schwerer als gedacht, denn der Klang einiger Worte kommt völlig falsch heraus. Du hast keine Ahnung, ob es die Enttäuschung über das Scheitern an der Aufgabe ist oder ob einige Wörter, die du ausgesprochen hast, zu einem magischen Fluch gehörten, aber du fühlst ihn nach diesem Versuch zutiefst deprimiert. Toll. Wenn wir ihn jetzt durchsuchen. Der alte Mann hat rostige Antennen und Stahlstangen gesammelt, aber sie bewegen sich nicht von der Stelle. Hinter ihm findest du einige Flaschen voll mit einer durchsichtigen Flüssigkeit. Du entscheidest dich, sie alle mitzunehmen. Er reagiert immer noch nicht. Ja gut. Heilendes Wasser. Okay.
So, das war's. Wir lassen die Leute sich jetzt erstmal ausruhen hier. Der Bob hat Level 2 erreicht. Ah, die Mädels haben was Neues. Neue Herstellungswerkzeuge sammeln. Alles klar, super. So, was ist mit den Jungs? Konnten die sich erholen? Okay, fast. Machen wir weiter. Ups, ich prüfe das. Level hier verteilen. Fähigkeiten verteilen. Okay, Bob, Handwerk definitiv erstmal. So, jetzt aber. Können noch ein bisschen was finden hier. Wie schaut's mit den Mädels aus? Was haben wir gefunden? Nichts. Hell. Hä? Auf einmal mental bezogene Fähigkeiten entwickeln sich schneller. Okay. Jawohl. Ja, der Jacob, der braucht noch ein bisschen länger dafür. Kein Problem. Alice, also erzähl mir etwas über deine Vergangenheit, meine Liebe. Winters, ich habe in London gelebt, aber meine Eltern sind von Barbados. Mein Vater war Botschafter. Er kam nach England, als ich gerade mal 3 Jahre alt war. Alice, was für eine nette Mischung. Die Leidenschaft von den Inseln vermischt mit dem Stil einer britischen Lady. Winters, wenn du es sagst... Alice, und ein erfolgreicher Chirurgin noch dazu. Du bist ein gutes Vorbild für junge Mädchen, meine Liebe. Winters, ah, ich glaube eher nicht. Mein Vater hätte denen auch nicht zugestimmt. Alice, warum das? Winters, er hat meine Berufswahl nie unterstützt. Er dachte, ich sollte lieber einen Chirurgen heiraten und nicht selbst einer werden. Alice, das ist auch keine schlechte Idee. Man kann keine Kinder und Karriere gleichzeitig haben. Das haben viele versucht und nun haben wir all diesen kleinen Schläger und Drogenabhängigen in unseren Straßen herumlaufen. Hast du jemals darüber nachgedacht, Kinder zu haben? Wie alt bist du eigentlich? Hattest du jemand Festes in deinem Leben? Du bist nicht eines der Mädchen, die denken, dass sie eher andere Mädchen mögen, nicht wahr? Was? Du bist nicht eines der Mädchen, die denken, dass sie eher andere Mädchen mögen, nicht wahr? Eine... Wow. Ich sag selber, wow. Winters, wow. Nun gut, Alice. Ich denke, das reicht. Genug geredet für heute. Gute Nacht. Wow, die geht ganz schön ran, ey. Jeder kann sie bis jetzt nicht so richtig leiden, aber sie, die mag alle. Oh, Krankheit, ja. Ach, ich lass mal hier das, ne? Das Essen. Ich weiß nicht. Ich will die nicht alle irgendwie zum Sterben rausschicken. Ich weiß nicht. So. Sind sie alle satt. Ja, wenn einer krank ist, ist es ja nicht so schlimm, ne? So, Juri. Ach, die haben auch Depressionen. Ne? Komm, erstmal hier hin. So, dich können wir da noch nicht hinschicken. Erschöpfung. Die Julia geht jetzt mal heier machen. Und die Alice, die geht mal mit. Finde ich eine gute Abwechslung. So, Erschöpfung. Ach ja, der Bob, der geht auch mal pennen. Ja, die beiden hier, die werden erstmal weitermachen, finde ich. Ich denke, das ist... Ach ja. Na, ah. Stopping. Da habe ich ganz... Ah, siehst du, ich hab's vergessen. So, das hat 100%. Wasser gucken wir auch mal eben schnell. Ah, wir haben keine Früchte.
Scheiße. Hä? Ich hatte doch vorhin letztens Früchte. Na gut, so. Was erkunden wir diesmal? Genau das. Perfekt. Dann lass mal gucken. Jawohl. Beschreibung, brauchen Werkzeug, Früchte zu ernten. Super. So, Jacob kann wieder ran an die Arbeit. So, dann möchte ich gerne sie gegen Jacob tauschen. Genauso. Gucken wir mal eben auf die Karte. Huch! Ich möchte erstmal zurück zum Lager, bitte. Ja. Wow. Okay. Einfach weitermachen, Leute. Okay, die beiden sind vollkommen im Arsch. Das ist aber kein Problem. Weil die drei sind nämlich wieder richtig fit. Alice, also Julia, du kommst aus Russland, oder? Was machst du dort oben, um dir deinen Lebensunterhalt zu verdienen? Julia, das geht dich nichts an und es spielt keine Rolle mehr. Alice, wow, das war doch nur eine einfache Frage. Es ist wichtig, dass wir ein wenig mehr über alle in der Gruppe wissen. Wir müssen einander vertrauen. Julia, oder vielleicht sollten wir es auch nicht. Alice, warum? Weißt du etwas? Glaubst du, dass der Absturz von irgendjemandem hier arrangiert wurde? Julia, alles ist möglich. Auch, dass du es getan hast. Alice, du wagst es? Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Julia, heikles Thema, hä? Natürlich hast du es nicht getan, also beruhige dich. Es ist verdächtig, wenn man sich so schnell aufregt. Alice sagt nichts dazu. Alice mag Julia nicht. Oh, Wunder. Ja. Futter. Ich mag die Alice nicht. So, hungrig hier. Die Kleine muss definitiv was essen. Der Opa auch. Die Ärztin und die Julia. Ja, das war's erstmal, Leute, ne? Tut mir leid. So. Die Ärztin geht sich jetzt definitiv erstmal ausruhen. Und die Iliana auch. So, hier haben wir hier noch jemanden, der... Nein. Der Bob. Der unser Handwerker hier, ne? So, den stellen wir mal da hin. Der wird jetzt ein bisschen handwerken mit... Ich glaube, die Julia geht mal ein bisschen hier gucken. Und du, ihr beide handwerkelt mal hier so ein bisschen zusammen. Das fände ich eigentlich gar keine so schlechte Idee. Zum Erstellen, Werkzeug einsammeln... Werkzeug einsammeln finde ich gut. So. Und ihr, ja, da kann man immer noch nichts zu sagen. Durchsuche den Körper. Das macht der Alejandro. Ach, fuck, Mann. Als du das Seil durchschneidest, fällt der Körper auf den Boden und ein Schwarm von Maden fliegt aus der Kleidung direkt auf dich. Du kannst es nicht vermeiden, einige zu schlucken und musst dich gleich darauf übergeben. Du kämpfst lange um deine Fassung, selbst nachdem du alle Maden losgeworden bist. Ach, der arme Alejandro. Ja, da hätte ich auch Depressionen. Definitiv. Ach, da hätte ich auch Depressionen. Nee, 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 nee. Eine riesige Muschel. Oh Gott. Das kann auch schief gehen. Der gute Juri geht. Mal gucken. Ah Mann, leck mich doch.
Du benutzt all deine Kraft, um die Muschel zu öffnen, aber du schaffst es nicht. Antikes Wissen und ein Wundertrank, okay. Ja, wir haben ja eh keine Früchte. Das ist noch ganz in Ordnung mit dem Feuer. Ja, kommt. Nein. Quatsch. Quatsch. Das wollte ich so gar nicht. Ich wollte, genau, Dschungel erkunden. Erkunde erstmal hier weiter. So. Genau, sie geht da einmal Holz, nur Mädel. Ei. Erste-Hilfe-Magazin, okay. Ja, ihr habt ja auch genug getan, also da muss ich ja wirklich sagen, ne? Ja, und weiter. Sie findet total wenig. Von jedem immer fast nur eins. Oh, wir haben Frucht gefunden. Ginseng-Saft. Ginseng-Saft? Was ist das denn? Ja, boah. Ah, 2% fehlen noch, ey. Alejandro, du bist Ärztin? Nein, hat sie ja... Winters, eine Chirurgin. Alejandro, cool. Und ich dachte, dass Chirurgen immer alte, mürrische Typen wären. Winters, weil eine Frau kein Mitglied eures kleinen Privatclubs werden kann? Alejandro, hä? Was? Nein, nein, das ist nicht das, was ich gemeint habe. Winters, das ist aber das, was du gesagt hast. Und es ist das, was jede Alpha-Männchen sein ganzes Leben lang sagt. Alejandro sagt nichts. Aber als Sprecher für unsere Männer-Privatclub biete ich dir unsere Entschuldigung an. Sorry. Winters, lustig. Gute Nacht. Oho, geht da was? Ich krank. Da sind einige krank. So, pass auf. Ah, ist aber wenig Essen. Scheiße. Fuck. Oh, mein Gott. Ei, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich muss ja jetzt hier. Ich muss mal hier so ein paar Sachen verteilen. So, pass auf. Objekt benutzen. Sie kann doch hier so ein Dingens hier benutzen, oder nicht? Hier so. Erste-Hilfe-Magazin. Oder? Magazin Fichtel mit Ziel vom Winters von 80 auf 85. Seht ihr? So, mit verfluchter Verlobungsniederring lässt einen sich traurig fühlen, wenn man ihn berührt. Ach du Scheiße, den geben wir Alice. Nein, Quatsch. Psychomagazin, werde in 5 Schritten ein toller Zuhörer. Okay. Wäre eigentlich praktisch für Alice. Fischköder, riecht übel, aber effizient fürs Fischen. Wen könnte man denn den Fischen? Alejandro habe ich fürs Fischen eingesetzt, ne? Ein toller Zuhörer. Könnte eigentlich die Alice werden, ne? So. Was? Ich bin aber erst von 80 auf 90. Achso.
Der botanische Name lautet Panax, bedeutet heilt alles, aber er wird hauptsächlich in Energiedrinks verwendet. Okay. Dann könntest du ihn verkaufen, das scheint auch zu funktionieren. Soll ich dann das von irgendwo auf der Erde ist ein Trollgefährer und da bist noch du. Minus 20 Depression. Guck mal hier. Geben wir ihr die. So. Und wir geben der Kleinen das auch noch. Oh, er hat aber viel Depression hier. Guck mal hier. Machen wir, geben wir dir noch ein bisschen hier Herzchen hier. Das ist ein bisschen weniger. Frucht, eine Tasse Kaffee ist für Erschöpfung und Depression. Ja, komm, geben wir ihm die Tasse Kaffee noch. Verletzt, 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 verletzt. Ja, da brauchen wir jetzt erstmal nicht so viel. Da ist erstmal noch alles im Lot. Die beiden müssen definitiv noch heier machen. Was hier los ist, weiß ich nicht. Erschöpfung. Na komm, ihr könnt alle noch ein bisschen. Ihr könnt alle noch. Ich sehe das. Info, Fähigkeit. Ich möchte dich als Jäger haben. Perfekt. Oh. X auf dem Boden. Graben. Der Juri. Der geht mal graben. Auch das nächste... Das nächste Mal schicke ich irgendeinen, der wirklich schlau ist, ey, und nicht stark. Du gräbst mit bloßen Händen ein Loch und findest eine kleine Holzkiste. Du öffnest sie eilig und erwartest Gold und Juwelen, aber du hast etwas noch Wertvolleres gefunden. Eine ganze Reihe von schönen getrockneten Würstchen. Perfekt erhalten. Mmh. Und eine Pralinenschachtel. Und der Mann ist fix und fertig. Oh, Wasser. Schwimmende Truhe. Versteckte Beute. Sammelt etwas Holz. Spiele Pirat. Was? Verstecke die Beute. Nee, wir brauchen Sammelholz. Komm, da schicke ich jetzt den Bob hin. Ihr habt die Schnauze voll. Was ist das denn für ein Vieh? Du versuchst von der Truhe mitzunehmen, was du kannst, aber es ist wirklich ermüdend. Okay. Wer ist fix und fertig? Der Juri, der gute Juri hier. Eigentlich sind die alle total im Arsch. Aber na gut, machen wir erstmal. Jetzt müssten wir hier auch fertig werden. Jawohl. Jetzt können wir Werkzeuge sammeln. Oh, super. Ja, der OP sieht nicht gut aus. Pass auf, wir erforschen jetzt erstmal gar nichts. Werkzeuge sammeln. Na? Komm. Machen jetzt hier mal eben ein bisschen Info, die gute Alice. Wir kochen. Erstmal voll aufdrehen hier. Brauchen so ein Fruchtding. Eigentlich. Sonst wird's knapp. Okay, dann machen wir jetzt mal ein bisschen hier ruhiger. Depressionen sollen weggehen. Ausruhen sollen sie sich auch ein bisschen. Er ist charismatisch, okay.
Sehr schön. Wir haben nichts zu essen, ne? Geht schon gut los bei mir. Alice, es ist schon eine Woche her, weißt du? Alejandro. Und ja. Ja, und nur zwischen dir und mir. Ich bin mir nicht sicher, was ich geantwortet hätte, wenn du mich vor einer Woche gefragt hättest, ob wir eine Woche lang überleben. Iliana, warum die lange Gesichter? Das sind doch gute Nachrichten, oder? Wir sollten feiern und vielleicht so eine Art Kuchen backen. Juri, Glück und Freude ist nicht von Dingen außerhalb abhängig, sondern von der Art und Weise, wie wir sie wahrnehmen. Jacob, ja, lass uns einen Kuchen backen. Und vielleicht können wir uns auch gegenseitig etwas schenken. Dummes kleines Mädchen. Es ist ein Wunder, dass du bei diesem Grad an Unachtsamkeit überhaupt überlebt hast. Alejandro, hör auf damit, Jacob. Du kannst denken, was du willst, aber habe ein wenig Respekt. Schließlich ist sie noch ein Kind. Iliana, hör auf, mich als Kind zu bezeichnen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich denke, es ist genauso wichtig, unsere Moral hochzuhalten, wie etwas zu essen zu suchen. Wusstest du nicht, dass die häufigsten Todesursachen für gestrandete Menschen Selbstmord ist? Alice, okay, lass uns alle beruhigen. Wir sind alle ein wenig gestresst. Lass uns eine Nacht darüber schlafen und dann so gut weitermachen, wie wir können. Ja. Oh Gott, die sind alle so hungrig. Ich habe mal so gar nichts zu essen, ne? Oh Gott. So, ich muss unbedingt nach was zu essen gucken. Ich schicke die Alice da mal wieder rein. Die hat ja bis jetzt immer sehr gut was gefunden. So, die Mädels schicke ich hier wieder zum Lesen. Ja, Julia, 34, Bob. Ah, das könnte er mal mit... So. Sprich nicht, was? Unterhalten, sprich nicht mit dir selbst. Oh, okay. Müssen wir jemanden dazu? Hallo? Ah, da. So. Machen wir das jetzt erstmal. Finde ich gut. Los geht's. Achso, okay, ich prüfe das. Aktion in Werkzeug sammeln, Ressourcen hier. Fokussiere auf Forschungsziele, auf Stein, auf Seile. Keinen speziellen Fokus. Habe ich auch nicht, gerade. Da, sie findet wesentlich mehr. Wie kommt das? Dabei soll Julia doch das gute Auge haben. So, der Juri. Der kann jetzt gleich die Julia ablösen. Ja, der muss definitiv die Julia ablösen. Okay, Fähigkeiten Julia suchen. Die Julia ist eine ganz schlaue. Habe ich gerade gesehen. Keinen speziellen Fokus. Weiter geht's. Nein, das Flugzeug ist leer. Die Aktion Durchsuche, das abgeschützte Flugzeug ist nicht länger verfügbar. Wir haben alles aus dem Flugzeug eingesammelt, das irgendwie von Nutzen sein kann. Vom Flugzeug ist nichts mehr außer traurige Erinnerungen. Nein. Wir haben eine Angel gefunden. Super. Also eine Angel entdeckt.
Julia, also wurde ich zu diesem Urlaubsort geschickt, um einen pensionierten Spion zu überprüfen, der einmal für die US-Regierung gearbeitet hat. Und um die Bedrohung zu eliminieren, dieser Typ muss meinen Chef wirklich aufgeregt haben. Vielleicht hat der Absturz die Arbeit für mich erledigt. Die einzige Information, die ich habe, ist, dass er ein Mann ist. Warte mal, sie redet gerade mit sich selbst. Das ist ein Scherz. Oder sie ist Spionin? Was bedeutet, dass noch drei Möglichkeiten übrig bleiben? Keine schlechten Chancen. Könnte es dieser gut aussehende Mann sein? Er hat eine gute Tarnung mit seinem wichtigen Job. Ich sollte mich etwas mit ihm anfreunden, um mehr zu erfahren. Männer sprechen viel, nachdem sie Sex hatten. Oh mein Gott! Bitte? Sie? Sie spricht gerade mit sich selber, deswegen ist es schräg geschrieben. Also kursiv. Ich habe es gerade auch erst zu spät. Sie ist eine Spionin und glaubt, dass jemand das Flugzeug absichtlich abstürzen lassen ließ, um sie irgendwie festzunageln. Sie ist auch mit Juri verheiratet, anscheinend Tarnung. Ich weiß nicht, ob er auch dazu gehört. Und sie möchte jetzt, sie hat Alejandro in Verdacht und möchte mit ihm Sex haben, weil sie glaubt, dass er da mehr redet. Klar, als wenn ich jetzt mit irgendjemandem Sex hätte und dann sage, so, und jetzt erzähl mir mal bitte, für wen spionierst du, für wen, Was ist das denn für ein Blödsinn? Ach, jetzt hat sie Jacob auch im Zimmer. Willst du mit dem auch Sex haben, Julia? Mit diesem könnte ich niemals schlafen. Ich sollte versuchen, mehr zu erfahren. Er scheint viele Geheimnisse zu haben. Er ist nicht gerade locker. Vielleicht weiß er, dass ich ihm auf den Fersen bin. Und da ist dieser Bob-Typ. Er ist mehr eine Pflanze als ein Mann, aber er ist auch eine Möglichkeit, nehme ich an. Ich muss die Spur wiederfinden. Ich würde gerne weiterleben und meine Mission erfüllen. Ansonsten kann ich mich von meiner Karriere verabschieden. Ja, und von deinem Leben. Julia kriegt Depressionen. Eieieiei. Na gut, meine Lieben, ich muss erstmal Schluss machen. Aber nee. Ja gut, ich mach das jetzt erstmal hier mit dem Happen. Oh, wir haben ja noch die Würstchen, Leute. Wir haben noch die Würstchen. Ja, einmal Würstchen für dich. Einmal Würstchen für dich. Für dich. Für dich. Für dich. Hat jeder ein Würstchen gekriegt? So. So, jetzt sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. We're not at the range, oh no.